Herr Stumpf, es war ein 3:0-Sieg. Vom Ergebnis her hört sich das ziemlich souverän an. Trotzdem scheint man auf Ihrer Seite nicht ganz zufrieden zu sein. Oh, wir sind schon zufrieden mit dem Spiel. Unser Ziel war, das Spiel zu gewinnen. Und das haben wir getan. Mit 3:0 sind wir absolut zufrieden. Es war eine tolle Leistung von uns. Durch 3 Standards zwar das Spiel gewonnen, aber das absolut verdient dann auch. Also wir sind zufrieden mit dem Ausgang des Spiels. Trotzdem scheint es so zu sein, als ob es was zu bemängeln gäbe. Ja, zu bemängeln gibt es immer was. Gerade die Chancenverwertung am Ende, da hätte es höher ausgehen können, ganz klar. Wir haben auch in der ersten Halbzeit zu viele Chancen zugelassen dann. Aber es war doch schon eigentlich für uns das Spiel das ganze Zeit. Wir hatten die besseren Torchancen. Wir waren aktiver vorm Tor und dadurch haben wir verdient gewonnen, absolut. Es war ein Derby und relativ hitzig. Wie haben Sie es gesehen, die Hitzigkeit? Ja, die Hitzigkeit war im Spiel. Das war schon immer so gegen FC 21. Das war auch im Hinspiel so. Aber es ist trotzdem fair geblieben, denke ich. Und es war okay dann im Endeffekt für beide Mannschaften. Es war jetzt kein grobes Foulspiel dabei, wo man sagen muss, dass da jetzt einer vom Platz gehen muss. Es war grenzwertig, mit Sicherheit einige einsteigen, aber es war okay. Ihr Co-Kapitän hat gemeint, dass für Sie das klare Ziel Aufstieg vorgegeben ist. Was meinen Sie, wie nah Sie an diesem Ziel dran sind und was da im Weg steht, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, da stehen wir nur selber im Weg. Wir haben es in der eigenen Hand aufzusteigen und das wollen wir auch unbedingt. Und ja, wir stehen uns selber im Weg nur. Wir können uns nur selber im Weg stehen. Wir sind ganz nah dran. Es sind jetzt noch 7 Spiele, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und da müssen wir die Punkte holen. Und dann sehe ich da absolut positiv in die Zukunft. Das nächste Spiel geht dann gegen einen Konkurrenten, der momentan zumindest vor dem Spieltag auf dem 3. Platz war. FFSV Karlsruhe. Was wird das für ein Spiel? Ja, das wird ein hitziges Spiel mit Sicherheit. Das ist ein Donnerstagabendspiel, die sind nie so einfach, gerade weil viele arbeiten, weil sie direkt kommen. Und dann geht es natürlich um den 2. Platz, ja, gegen FSSV. Und dann wird man sehen, wer da die kampfstärkere Mannschaft ist am Donnerstag. Es wird ein sehr aktives Spiel, man muss sehr viel laufen auf dem großen Platz und das wird schon anstrengend für uns werden. Herr Stumpf, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön, vielen Dank.